starken Seele brauchen wir natürlich auch erkennbar die Seele. Das Gesamtkunstwerk unseres traditionsreichen Gebäudes, was wir komplett neu erfunden haben, war, als es fertig war, sicherlich ein warmherziges Haus, aber es fehlte der I-Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen quasi auf dem I. Du bist eine weltweit bekannte Künstlerin, du hast Ausstellungen gehabt, auch in den USA. Du hast sehr viele Exponate von dir in ähnlich tollen Locations dann weltweit auch hängen. Viele kennen dich, aber ich denke auch viele unserer Kunden und Freunde möchten dich noch gerne kennenlernen. Kannst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Es ist mir echt eine Ehre, jetzt meine Werke zu haben im Haus. Ich fühle es total, dass es hier auch der richtige, ich meine, für Success, wo sollte der goldene Streifen geht durch, wo sollte es denn besser ausgestellt und seinen Platz finden, seine Heimat finden. Mein Mentor nennt mich eine Muse. Ich habe 20 Jahre eine Ausbildung im Leadership Coaching High Performance Art gemacht und bin da immer noch dabei. Zur Kunst, ich mal, seit ich eigentlich denken kann. Ja. Ich mache auch gerne Performance, Raum, Räume, Licht, sehr viel mit Licht. Und es sind andere Dimensionen, in denen ich da bin und in denen ich arbeite. Das Naturgesetz findet sich in meiner Kunst sehr ätherisch wieder, also in anderen Dimensionen, würde ich sagen. Es verbindet Menschen. Ich habe Mantren auf den Bildern immer, auf der Basis, auf der Leinwand, da schreibe ich meine mir gegebenen Mantren, also die sind auch nicht jetzt irgendwie aus dem Ego, um irgendwas, was ich irgendwo lese oder gehört habe oder so, sondern die werden, die sind einfach im Raum. Kommen. Die kommen, genau. Und die sind, die stelle ich eigentlich jedem, der das Werk dann auch sieht oder mit ihm lebt, die atmen das auch aus und stehen dafür zur Verfügung. Du hast es ja schon beschrieben, dein Leben ist eigentlich Kunst. Also nicht nur darstellerisch, sondern Musik, vielfältige Themen um dich herum. Und mir ging es so, der wunderschöne Hut damals, den hattest du auch dabei. Heute geht es. Ist auch ein wahres Gesamtkunstwerk, muss man sagen. Du erfindest dich immer neu, wenn wir uns sehen. Du bist nie die gleiche, du bist immer wieder überraschend und inspirierend. Wir sind alle aus dem Licht und aus der Liebe geboren und hier auch anwesend. Wir denken, wir sind erwachsen, aber das ist, wenn man nochmal nachfragt, sind wir es wirklich? Was ist erwachsen? Man wird älter, aber das innere Kind und das Eigentliche, die Seele ist und bleibt dieselbe, die ich war und die du warst, bin mir sicher, die wir alle waren, als wir auf diese Welt kamen und auch wenn wir von hier gehen und wiederkommen. Die Seele, dieses wirkliche Wahre, wenn man sich wirklich verbindet und auf einer Herzensebene verbindet, kommt man zu sich und kommt und findet wieder diesen Klang der Stimme. Und die ist nicht zu manipulieren. Es ist so, von außen werden viele Sachen einem verkauft. Das ist auf einem anderen Level. Also sich zu verbinden, ist nicht eine Technik, die Menschen in den Coachings lernen, sondern es braucht einfach noch weniger. Also es ist eigentlich mehr, aber es braucht weniger meistens. Liebe Sieber, vielen Dank für die tiefen Einblicke in dich. Wir werden jetzt die Chance nutzen, auch für unsere Gäste und Kunden nochmal in die einzelnen Kunstwerke reinzuschauen. Wie bist du inspiriert worden? Was ist das Thema dahinter? Wir freuen uns, dass du uns da noch weitere Einblicke gewährst. Und erstmal für den Moment ganz, ganz herzliches Danke. Danke.